Das ist ja auch eine Art Zauberei. Ja, eigentlich schon, ja. Du reibst pure einfach Magie. Du reibst nur deine Hände aneinander. Ja, das ist Kunst. So fake ist das doch. Ich guck dir jetzt zu, wie du das machst. Hast du noch Leinstoff? Ich glaube nicht, nee. Nee. Kannst du aus Sachen auch Leinstoff machen? Das ist mein Beruf. Also du könntest, als Beispiel, aus einem ausgefransten Umhang könntest du Leinstoff machen. Ach so, nee, ich glaube, das geht nicht. Steck das? Nimm mal an, nein. Wo ist das hin? Ja, kann ja ich du hast annehmen. Abgeworfen. Ja, ich dann kann es nicht annehmen. Taschen, ja. Ja, wie mach ich, kann ich irgendwo verkaufen? Ja, das hier bei der kleinen Bedarfssäulen. Kleiner grüner Beutel. Nee, ich sollte mich nicht verkaufen. Das Schild weg. Das weg. Das weg. Ja, komm, die Pilze machen wir auch weg. Ich habe jetzt 4 Plätze. Warte. Wo habe ich denn den eigentlich hier? Geil. Das heißt, ich habe jetzt noch Beutel. Hast du jetzt welche gekauft? Nein, ich habe. Ich weiß auch nicht, wo ich einen habe. Hast du einfach, okay. Ich habe einen kleinen grünen Beutel. Frag mich nicht. Also, und dann mache ich den Zauber. Ich den. Mit dem Skill. So, ich suche mal eben jemanden, der mir einen Kirschnermesser verkaufen kann. Nein! Ach, scheiße, ist alles kaputt gemacht. So, das ist jetzt kaputt okay. Gemacht. Alles. Nico, alles. Okay. Ja. Mann, jetzt machst du es doch mal hier hin. Ja, aber wie? Muss ich das auswählen? Ah. Okay. Entzaubert. Nicht zaubert. Boah, 2 seltsamen Staub habe ich bekommen. Wo sieht man, welches Level man dann mit dem Beruf ist? Muss man immer da gucken. Da steht unten links und halt in dem Fenster oben. Unten links. Also wenn du was gemacht hast, dann steht da eure fertig im Blau. Eure Fertigkeit, Stufe 6 bin ich jetzt. Wie kann ich was dann verzaubern? Dafür musst du wahrscheinlich in dieses Fenster rein. Nimm ich das hier? Im Zauberbuch. Oh. Kann ich den jetzt verzaubern? Nein. Ah ja. Nee. Hä? So, ich brauche auf jeden Fall mehr Leinstoff. Ach so, das sind bestimmte Sachen, die ich verzaubern kann. Aha. Ich brauche dafür... Oh, ich kann eine... Nee, kann ich nicht. Ich habe keine Kupferrute. Ich brauche eine Kupferrute. Ja. Oder eine runenverzierte Kupferrute. Das kann ich nicht verzaubern. Ich dachte, man kann einfach so die Sachen, die man hat, verzaubern. So, dann gucke ich mal. Kann ich jetzt hier ich bin ganz Ohr. Neue Sachen lernen? Nee. Irgendwie nicht. Mögen euch die Sterne du? Nee, auch nicht. Moment, wieder da. Die wollen mir alle nichts beibringen. Schweine. Ich guck mal kurz was. Da, Kupferrute, die ist aber teuer. Warte, kauf dir mal keine, bitte. Okay. Seid vorsichtig. Ich was für eine Kupferrute? Ah, schade, okay. Warum? Ich dachte, vielleicht kann ich die mit meinem anderen Charakter, der hat Ingenieurskunst. Viel Glück. Ich dachte, vielleicht kann ich die damit herstellen. Aber geht nicht. Ich nur Kupferrohre. Ha, ärgerlich.
Das dauert aber lang. Der hat leider auch nicht so viel Leinstoff. So, und was macht das jetzt? Was hab ich denn gemacht? Und dann... So, unverzierte Kupferroute. Möchtest du eine haben? Ob ich eine möchte? Was kann die? Kann verkaufen ja, wahrscheinlich, ne? Nee, muss ja was machen. Ja. Ich kann eine Armschiene, schwache Gesundheit. Armschiene, schwache Abwehr. Aber, ach so, das ist dann aber meine, die ich dann verzaubere. Ja, ich müsste dir meine geben. Ah. Armschienen dauerhaft verzaubern, sodass die Gesundheit des Trägers um 5 erhöht wird. Oder die Verteidigung um 1. Was du gerne hättest. Ah ja. Nun. Verzaubern. Warum geht das nicht? Ich muss mal weg da. Achso, ich muss aus dem Inventar wahrscheinlich raus. Oder auch nicht. Es geht nicht. Ist kaputt. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht, Nico? Weil nicht. Was ist da los? Zaubert nicht. Oder müssen meine Armschienen dafür nicht angelegt sein? Probierst du einfach mal. Armschienen habe ich auch gar nicht. Ich habe ja nur Gartenhandschuhe. Das kann ich nicht benutzen. Na, dann kannst du auch keine Armschienen verzaubern, wenn du keine Armschienen hast. Oh, das macht Sinn, oder? Gibt es denn überhaupt Armschienen? Ja. Doch, ich habe doch hier struppige Lederarmschienen, habe ich. Vielleicht geht es deswegen nicht. Ach, das ist egal. Dann ziehe ich die mal aus. Nö. Muss man die irgendwie raufziehen? Oh. Ah ja. So funktioniert das also. Gut. Geil. Ich habe verzauberte Armschienen an. Sehr gut. Ich bin Level 8. Müssen wir was beibringen? Nein. Müssen wir was beibringen? Nein. Okay. So, hier haben wir noch 2 Quests, sollen wir die eben abgeben. Und dann brauche ich ganz, ganz viel Leinstoff. Abgeben. Weil, ja, ich habe so viel gebraucht, um, also man braucht einiges, um auf Level 45 zu kommen, um überhaupt Taschen zu lernen. Junge. Das dauert bei mir 50 Jahre. Was? Ja, 50 zu werden? Ja. Ja, gut. Ja, aber kriegst du auch Punkte, wenn du entzauberst? Ja, ja. Ja, gut, dann geht's so. Aber es ist noch ein gutes Geben und Nehmen. Ach, da bist du. Alter, Level 49. Low Bob. Da musst du aber viele Hemdchen machen, du. Ja. Ja gut, du kriegst ja auch immer mal wieder was. Was ist hier los? Nix, okay. Nochmal den Fragezeichen in meinem Kopf. Ach, die ist, glaube ich, für PvP. Ach so. Elun, erleuchte euren Weg. Ja gut. Hallo. Hallo. Fünf moosartige Tumore. Das war schön. Ich kann dir ein blaues Auge geben. Ja, die Katzen sind das, die mal, auf denen man reiten kann. Warte. Ist jetzt angenommen? Offenbar. Welche Katzen sind das? Auf den kann man reiten. Ja, die kriegst du am Anfang mit Level 40 und die kriegst du mit Level 60. Am Anfang mit Level 40? Na, geht der ruckzuck? Die normale Katze kostet 80 Gold und die andere 1000. Und das Reiten selber nochmal 20. Ah, ist ja easy. Das dauert ewig. Ist ja richtig benutzerfreundlich gemacht hier. Ja, mit haben sich ja viele beschwert, dass es so einfach ist. Echt? Idioten.
Also, nee, oh. Also, das ist... Dem kann mir nichts beibringen, schade. Ja, weil du kannst in dem normalen Spiel kannst du ab Level 20 reiten. Ah. Und dann kriegst du ab Level 40 dann das schnellere Reiten und dann mit Level 60 kannst du fliegen. Ja, was doch. Und jetzt kannst du aber im Hauptspiel kannst du halt mit Level 20 gar nichts, mit Level 40 dann anfangen zu reiten und dann mit 60 das schnellere. Aber das ist doch okay, dass du mit Level 20 reiten kannst. Ja, ist ja auch, nee, ja. Also, in SVTOR kann man das ab Level 15. Zwar sehr langsam, aber besser als nichts. Tyrande versteht unser Volk nicht zu führen. Ach, die Tyrande, brauchst du mir nichts erzählen. Konntest du dir was abgeben? Ja. Was konntest du dir abgeben? Soll ich jetzt nicht mehr. Ich habe den Weitblick, nö, der ihr oh, nein, fehlt. Ich hab nur 3 Quests. Kannst du bei dem eine annehmen? Nö. Oh. Sprecht rasch, junges Wesen. Ich habe dringende Geschäfte. Wenn ihr seid, um meine Zeit zu verschwenden, dann verschwendet ihr die Zeit des gesamten Zirkels des Kenarius oder so. Ja, nee, kann nix. Rassisten. Ja, geil. Was wollen wir denn jetzt? Ja, anscheinend nix. Ja, du musst ja die Mission haben. Ja, ich aber nicht. Warte mal. Ja, musst du dir jetzt Questy drauf machen. Jetzt kommen wir nicht weiter. Habe ich schon mal probiert, hat nicht funktioniert. Ja, ja. Ich hab ja, geh mal aus dem Spiel raus. Oh. Endstress. Gut, dass wir eh nochmal da hoch müssen. Hä? Wir müssen ja eh nochmal da hoch. Oh, dann. Ich bin runterfallt. Oh, nee. Was hat denn der für Kackhäufchen hingemacht? Kleine. Nee, die waren ziemlich groß. So. Die hast du gemacht schon? Ja, ja. Ich hab die da angenommen. Wie kann, ach so, wie, aber hä, wie kann das sein? Nigo. How is this even possible? Deine Augen leuchten. Hallo. Sich hin. Was? Ich hab gesagt, deine Augen leuchten. Ja, immer noch. Orange leuchten. Die leuchten richtig orange. Orange? Ja, ja. Ah, ja, ja. Meinst du für mich? Dingsen hier. Aber wann hast du den angenommen? Ja, vorhin, als wir da waren. Meine Rüstung ist immer noch kaputt. Ja, ist doof. Danke. Danke für deine Anteilnahme. Weiß ich sehr zu schätzen. Freut mich. Bin ja froh, dass ich helfen konnte. Sieht man das dann auch auf der Minimap? Die Quest? Ja, ja. Ich dachte, in der Minimap werden die dann überall in die Richtung, wo die Quests sind, dann irgendwelche gelben Punkte angezeigt. Ne, das ist nur im normalen Spiel. Hä? Hey. Was führt euch hierher? Wen sollen wir sprechen? Weiß ich nicht. Mit wem willst du denn sprechen? Ja, keine Ahnung, er hat uns zwar eine Mission jetzt hier gegeben. Viel Glück. Ach, ne, weil ich
Warum bin ich eigentlich schon Level 10? Das macht überhaupt alles keinen Sinn. Ja, weil du schon Quests zwischen wieder hast, die ich nicht hatte. Ja, die eine jetzt gerade, ja klar. Ich wusste ja nicht, dass du die nicht angenommen hast. Na, ich habe offenbar 3 Quests nicht angenommen. Warum 3? Ich habe da 3 Ausrufezeichen. In dem gesamten Gebiet hier noch. Na, Teldrassil, ja. Wo das denn? Ja, ganz weit. Also eine habe ich jetzt im Süden. Ja, da habe ich auch noch eine, ja. Okay, und 2 habe ich Lichtung des Orakels. 2? Ja, ich habe die doch vorgelesen. Strange from the Plant und ja, Sentinel Arinia Cloudsbreak. Ich habe das alles noch auf Deutsch. Ich habe es auf Englisch, ich weiß nicht warum. Warum ist das auf Englisch? Nein, nicht. Das ist bestimmt die Elfensprache und du kannst sie nicht. Kann man das umstellen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Interface-Sprache wählen Deutsch. Dann doch. Aber er zeigt es mir trotzdem nicht auf Deutsch an. Add-ons. Die Stadt, die Beta. Das ist dood. Na, gekirschnert wird das jetzt. Ach, krass. Oder auch nicht. Ah, mit dir ist nicht gut Kirschen essen, ne? Warum kann ich jetzt nicht kirschen? Weiß ich nicht. Hast du vielleicht noch nicht gelernt? Jetzt. Kannst du aus verdorbenen Lederfetzen irgendwas machen, wenn du Lederverarbeitung hast? Ja. Ja? Wenn ich 3 davon habe, dann kann ich leichtes Leder machen. Alles gut. Okay. Und ich bräuchte grobe Fäden, Junge. Ja gut, die musst du dir kaufen. Wenn ich nämlich leichtes Leder 2-mal hab, kann ich dann einen handgenähten Lederumhang basteln. Fittet genau für dich, der hat eine Mütze. Oh, ist schon so ein Ding, was dir stehen könnte. Findest du? Ja. Berufe, ey, das habe ich ja in Star Wars The Old Republic auch immer sehr exzessiv verfolgt. Ja, man muss es hier nicht so exzessiv verfolgen, aber es gibt halt ein paar kleinere Vorteile. Also mit exzessiv meinte ich gar nicht. Ja, ich weiß. Aber bei einem Charakter habe ich es tatsächlich gemacht. Ich muss hier einmal hin. Achso. Zu dem Brunnen. Ja, ich glaube, der hat direkt beide Missionen. Nee, ich hab noch eine. Hallo. Annehmen. So, das war eine. Die andere ist weiter oben. Die habe ich auch direkt. Was? Ach, du hast mit dem Baum vorher nicht gesprochen, oder? Doch, habe ich eigentlich. Aber die Mission nicht angenommen von dem. Das kann sein. Teldrassil habe ich fertig. Was, Teldrassil hast du fertig? Heißt einfach so die Quest. Hier steht Teldrassil fertig. Überbringt dem R. Ach so, das ist die. Mit dem Erzdruiden. Ja, aber du hast jetzt da oben, musst du wahrscheinlich noch zu dem Baum, ne? Mhm. Denn, ach, keine Ahnung. Du, mit Bäumen reden. Das ist spirituell krasser Moment. Da kann ich doch nicht. Das ist zu weit weg. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Oh, ich habe mein erstes leichtes Leder. Doch, ich habe die angenommen. Ich bin mir relativ sicher sogar. Ja, aber kannst du sie jetzt nochmal annehmen? Ja, ich habe die jetzt angenommen. Jetzt steht, ich habe die fertig. Ja, dann musst du jetzt gleich nur noch abgeben.
Willst du mir? Also direkt zwei davon? Hm? Mann. So, wo gebe ich denn die ab? Das ist am Arsch der Heide, Junge. Ja. Warte mal, wir müssen hier nach rechts zu dem See. Ja, nach unten, ne? Donana. Oder aber du hast die Mission hier mit dem hier rechts. Hast du die Mission? Oh Gott. Moosartiger Tumor? Ja. Ja, die habe ich. Ja, gut. Das ist zu weit entfernt. Oh, jetzt müssen wir uns hier wieder durch die Kakapien durchkämpfen. Wir können einfach vorbeirennen. Nee, das sind ja alles Fernkämpfer. Durch den Baum. Easy. Tot. Ich kann das nicht. Ehrlich? Ändern. Hast du jetzt echt Bedarf darauf gemacht? Was war das anders? Oh, da kommt noch einer. Du bist tot. Ach. How could this happen? Ja, scheiß Heiler. Nee. Das glaube ich nicht. Bin auch tot. Gott, wo muss ich denn jetzt hin? Der goldene Punkt. Hops. Ja, du gehst gleich hops, wenn du so weitermachst. Ja, ich bin ja schon hops gegangen. Hm. Ärgerlich. So ein weiter Weg. Oh Gott. Direkt bei so einer Kackspinne.
Ich glaube, die spinnt. Ja, das glaube ich aber auch. Echt? Wo bin ich? Oh nee, da kommt mich gerade schon gleich so ein Kackvieh an. Na, sag ich doch. Zwei! Ach du meine Güte. Bin ich ja tot. Also das, was dich angreift, kann ich erstmal. So. Da muss ich mich heilen. Du hast es angegriffen, ne? Ja, ich bin am Arsch. Nein! Don't do it! Heilung! Welches davon greifst du an, welches nicht? Das ist immer schwierig zu sagen. Du bist ein Wirbelwind. Nicht genug Mana. Ich bin down. Ah! Ach du Scheiße! Ich bin auch gleich wieder down. Müssen hier über so eine Kackviecher sein? Lass mich in Ruhe. Oder auch nicht. Ja, ich lock mich jetzt aus. Ich mag die Katzen. Was sind die so aggro? Ja, irgendwas musst du denen ja angetan haben. Nee, ich war das nicht. Ich glaube, du warst das. Nein. Hallo. Frau Irwisch. Hallo. Es geht. Ist sie da? Was geht? Alles, was nicht angebunden ist. Hm. Verrückt. Da ist er weg. Einfach verschwunden. Einfach verschwunden, ist gestorben. So ein Scheiß.